Verbindung zwischen einem Zauberer und seinem Gehilfen gemeint. Die Bezeichnung ist fraglos etwas seltsam, aber dennoch treffend. Cynthia benutzt meine Macht, meine Zaubersprüche, sie kanalisiert sie und lernt bei der Gelegenheit. Das ist sehr praktisch und hat nichts Abwertendes an sich, abgesehen vielleicht von der Bezeichnung. Aber du bist doch sicher nicht gekommen, um über Cynthia zu reden. Wow, ziemlich viel hier. Ich habe die Immortelle gefunden. Wunderbar. Willst du über etwas reden? Ich habe... Hä? Das Medaillon warnt mich wieder. Wow, ich bin reich. Vor was soll mich das Medaillon bitte warnen? Ich durchsuche mal das Haus nach bösen Menschen. Komm, los. Ja, wunderbar. Okay, hier ist aber nichts. Willst du über... Ist es wahr, dass Saskia einen Drachen getötet hat? Fürst Stannis hat ihr in Wengerberg einen Orden verliehen. Also wird es wohl stimmen. Wenn du mehr wissen willst, sprich mit Biegerhorn. Das ist ein Augenzeuge. Okay. Eine Zauberin wie du weiß doch sicher viel über die wilde Jagd. Das Wissen einer Zauberin und Aberglaube sind Äpfel und Birnen. Die wilde Jagd ist kein Aberglaube. Na gut, es mag das Phänomen geben. Ich will alles darüber wissen. Ich habe mich damit ebenso wenig beschäftigt wie mit Windhosen oder Hagelschlag. Oh, ey. Hast du mal von einer Hexerschule gehört, die was mit Schlangen zu tun hat? Nein. Warum fragst du? Der Königsmörder trug ein Medaillon mit einer Schlange. Wie geschmacklos und kindisch. Scheint nicht sehr helle zu sein, der Kerl. Ah, okay. Kannst du Tätowierungen entfernen? Es gibt ein Mittel gegen alles. Mit Ausnahme von Dummheit. Ich bräuchte Grünschimmel, weiße Myrte und Wolfsaloe. Ich komme mit den Zutaten wieder. Oh, also kann sie es auch machen. Das ist doch ein Glück, weil Triss es nicht mehr machen konnte. Wie kommt es, dass die Hofzauberin König Radovitz von Redanien die Revolte in Eddern unterstützt? Das ist keine Revolte mehr, Hexer. Die Anwesenheit von Fürst Stannis unterstreicht das Recht Saskias, Eddern zu repräsentieren. Saskia kämpft nicht für Eddern, sondern für das Pontartal. Selbst Fürst Stannis hält euch für Rebellen. Er lässt euch nur deshalb gewähren, weil ein Krieg mit Kedwin droht. Weshalb bist du hier, Zauberin von Dreiberg? Weil es meine Pflicht ist. Besetzt Henselt das Pontartal, wird die Antwort Redaniens und Temeriens sehr scharf ausfallen. Damit wäre es um die Einheit des Nordens geschehen. Das lässt sich verhindern. Wenn Saskia die Unabhängigkeit... Selbst wenn sie Hänsel zurückschlägt, Temerien und Redanien müssen der Unabhängigkeit erst zustimmen. Seit Foltes tot ist, denkt Temerien nicht mehr an Expansion. Und so unberechenbar der redanische König auch ist, einen Sieg Saskias müsste auch er anerkennen. Ich bin hier, damit der Sieg zu einer Tatsache wird. Ja klar. Ich suche Triss. Leto hat sie zum Teleport in die Gegend von Vergen gezwungen. Leto? Foltests Mörder. Vielleicht auch der von Demavent. Hilfst du mir, Triss zu suchen? Selbstverständlich. Zauberinnen müssen zusammenhalten. Wir haben zu viele Feinde. In Flotsam hat sich Triss mit dir über Sheila de Tankervilles Megaskop in Verbindung gesetzt. Seitdem hatte ich keinen Kontakt mehr mit ihr. Kannst du sie nicht ausfindig machen? Das Megaskop reagiert auf die Aura der entsprechenden Person. Wenn ich etwas hätte, was Triss gehört, könnte ich sie lokalisieren. Du stehst ihr doch nahe. Vielleicht hast du ja so etwas. Ich habe nichts dergleichen. Das ist ein Problem. Warte mal.
Eine der hiesigen Schnapsnasen schwafelt doch dauernd von einer rothaarigen Frau, die vom Himmel gefallen ist. Das könnte eine Spur sein. Stimmt. Ja, stimmt. Säufer erzählen viel. Einer schwor, sein Hund schriebe Gedichte. Ja, vielleicht ist es nur besoffenes Gequatsche. Vielleicht hat aber auch ein instabiler Teleport Triss in der Nähe der Stadt abgeworfen. Wenn das die einzige Spur ist, rede ich mit diesem Trunkenbold. Kennst du ihn? Ich gebe mich selten mit Säufern ab. Du findest ihn sicher in der Schenke. Danke. Komm wieder, wenn du etwas Neues erfahren hast. Und eine kurze Pause. Danach reden wir mit der Tussi, die gerade in mich reinlaufen will. Wegen der Medizin, weil ich irgendwie nicht klarkomme. Die nimmt mir die Kräuter nicht ab. Jo, bis dann. Okay, es geht wieder los. So, nimm mir jetzt die hässliche Medizin ab. Willst du über etwas? Ja, ich will. In der Beratung hast du Artefakte erwähnt, die wir brauchen, um den Fluch aufzuheben. Ja, aber ich kann sie jetzt nicht suchen. Dann mache ich das. Warum? Aus guten Gründen. Erklär mir ein paar Dinge. Ist dir aufgefallen, dass nicht alle Geister aggressiv waren? Die meisten sind vor der Aura eines Lebenden zurückgewichen. Ich vermute, dass der Fluch sich der Geister der Gefallenen bemächtigt und sie in Drauguren verwandelt. Drauguren? Ist das ein Fachwort für Geister? Für Dämonen. Sie entstehen auf Schlachtfeldern, auf denen besonders blutig gewütet wurde, und bestehen aus Mordlust und Hass in kondensierter Form. Wird man sie auf die übliche Art los? Gegen Drauguren reicht ein Silberschwert, aber solange der Fluch noch wirkt, entstehen ständig neue. Die Geister der Soldaten sind der Schlüssel, wenn man nur den Schlachtverlauf beeinflussen könnte. Genau dazu brauchst du die Symbole des Krieges, die den Gefallenen gehörten. Symbole für Hass, Tod, Mut und Glauben. Sie müssen magisch aktiv sein. Und die Verbindung mit den Gefallenen ist wichtig. Sonst lassen sich die Erscheinungen nicht anlocken. Gut, ich werde mich umschauen. Es genügt schon, wenn du zwei findest. Die Symbole für Hass und Tod. Ich kümmere mich um den Rest. Ich würde Mut und Glauben vorziehen. Jammere nicht. Ich werde sehen, was sich machen lässt. Cecil sollte alles über die Gegend wissen. Kennst du dich mit Blutflüchen aus? Und du? Wir haben es mit einem Blutfluch vierten Grades zu tun, auch Fluch der Erzmeisterin genannt. Du meine Güte, ich bin beeindruckt. Bisher dachte ich, er wäre ein Mythos. Einen solchen Fluch könnte man nicht aussprechen. Falsch gedacht. Es sind 6 nachgewiesene Fälle eines solchen Fluchs bekannt. Und nachgewiesene Fälle von Aufhebungen des Fluchs? Einer. Unternommen von einer Zauberergruppe unter der Leitung der Erzmeisterin Francesca Findaber. Daher der andere Name für den Fluch. Zur Gruppe gehörte auch Sabrina Glewisig. Wie klein doch die Welt ist. Es geht noch weiter. Der Fluch, den Francesca und Sabrina auflösen wollten, sollte das Geschlecht der Thyseniden auslöschen, die Herrscher von Kovir. Ausgesprochen hatte ihn der scharlachrote Rodalega. Verrückt, aber äußerst fähig. Es gab auch damals eine Finsternis und Geister. Dann hat Sabrina sich den Fluch also einfach von Rodalega abgeguckt. So ist es. Bringen uns die Erfahrungen von Francesca und ihrer Gruppe denn weiter? Mein Wissen über die Symbole und die Spezifik der Fluchwirkungen verdanke ich Ihnen. Erklär mir das. Schließlich soll ich meinen Kopf hinhalten. Du musst die Schlacht neu geschehen lassen und im richtigen Moment ihren Verlauf ändern. Ich weiß nicht genau, was dann geschieht. Das weiß niemand. Ich werde nach den Artefakten suchen. Was ist hier vor 3 Jahren geschehen? Hänselt hat Edern angegriffen und sich die Zähne dran ausgebissen. Diesen Krieg hat niemand gewonnen. Sabrina Glewisigs Konflikt mit dem Oberkommandierenden der Streitkräfte von Kedwin hat zur Zerschlagung beider Armeen geführt. Feuerkugeln haben das Schlachtfeld in ein glühendes Grab verwandelt. Hänselt hat Sabrina wegen Benutzung unerlaubter Waffen verurteilt. Und Sabrina hat Hänselt verflucht? Ich nehme es an. Vermutlich ist ihr der Fluch unter den Umständen außer Kontrolle geraten. Was für Umstände? Schlechte Sternenkonstellation, unpassende Mondphase? Das ist doch nur eine Ausrede für simple Stümperei.
Sie hat ihn aus